Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Dein Leben wird nicht von dem bestimmt, was dir angetan wurde, sondern von dem, was für dich getan wurde, nämlich von Jesus. Seit über 75 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich denke, jeder von euch kennt das Spiel Mensch, ärgere dich nicht. Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf dieses Spiel. Eigentlich sollte es Spaß machen, wenn wir so miteinander spielen. Doch manche Menschen ärgern sich sehr, wenn sie dauernd rausgeworfen werden oder sogar verlieren. Und man sieht es ihnen auch an. Emotionsgeladen. Zum Beispiel so. Sie sind beleidigt, wenn sie verlieren. Und manche lachen darüber, wenn sie rausgeworfen werden oder verlieren. Sie nehmen es nicht persönlich. Und so unterschiedlich ist das auch im täglichen Leben. Man kann sich selbst das Leben schwer machen und sich über jede Kleinigkeit aufregen. Wir müssen die Gelassenheit erreichen, dass wir uns nicht aufregen über Dinge, die wir nicht ändern können. Die Frage ist berechtigt, warum ich mich über Dinge aufrege, die ich nicht ändern kann. Du sagst vielleicht, das ist so ungerecht, was da passiert. Oder das habe ich nicht verdient. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und hier heißt es, wir sollen von Jesus lernen. Sanftmut und Demut. Und wenn wir sanftmütig sind, ärgern wir uns nicht über Dinge, die wir nicht ändern können oder die uns nichts angehen. Wie oft ärgern wir uns über Dinge, die uns gar nicht betreffen, die uns überhaupt nichts angehen? Was macht denn der jetzt schon wieder? Und wir sind ärgerlich. Oder was macht denn der Nachbar? Der hat schon wieder einen neuen Sonnenschirm und wir ärgern uns. Was geht es dich an, was dein Nachbar macht, wenn es dich nicht persönlich betrifft? Nur weil er einen neuen Sonnenschirm hat oder ein neues Auto. Sanftmut und Demut. Und da passt der Begriff Ärger und Zorn gar nicht herein. Aber dennoch ist unser Alltag voll davon. Wie schnell ärgern wir uns und wie schnell sind wir zornig? In so einem Moment ist unsere Aufmerksamkeit nicht auf Jesus, sondern auf einen Menschen oder auf einer Situation, die wir gerade haben oder erleben. Und das ärgert uns. Ich habe nachgeschaut, was das Wort Ärger bedeutet. Ärger gehört in die Kategorie der Emotionen. Unsere Emotionen bzw. Gefühle kennen wir alle. Die kennst du besser, deine eigenen Emotionen, als ich. Da brodelt's und kocht's manchmal ganz schön. Und da steht, mit Ärger umschreibt man eine ganze Gruppe von unangenehmen Gefühlen, die sehr verschiedene Grade und Deutlichkeit haben können. Die stärkste Form ist die Wut, auch Rage, welche dem Gegenüber selten verborgen bleibt. Verschiedene Grade und Deutlichkeit.
Ja, man kann das nicht übersehen, dass diese Frau nicht gut gesonnen ist. Und man sieht es in unserem Gesicht schon, wie wir gerade uns fühlen. Oder so vielleicht. Und man merkt es auch an unseren Reaktionen. Manchmal kommt dann auch die Faust zum Vorschein. Wenn einer so richtig aufgebracht ist, machen wir einen großen Bogen um ihn herum. Und in der Regel wollen wir das auch nicht verbergen, denn wir wollen zeigen, dass uns etwas nicht gefällt. Ärger, Wut oder Zorn geht immer davon aus, dass ich im Recht bin, beziehungsweise dass mir geschadet wird, dass ich einen Nachteil habe. Und wenn wir nur meinen, mein Ansehen leidet darunter. Auch die Pharisäer haben sich über Jesus geärgert. Warum haben sie sich an oder über Jesus geärgert? Weil er ihnen sagte, was in ihrem Leben falsch war. Matthäus 15, Vers 12. Dann traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm: Weißt du, dass die Pharisäer sich ärgerten, als sie das Wort hörten? Vers 14, Jesus sagt: Lasst sie, sie sind blinde Leiter der Blinden. Ist das nicht erstaunlich? Jesus sagt einfach: Lasst sie. Er hätte mit ihnen streiten können, denn er war im Recht. Er hätte sich aufregen können, dass sie ihn so behandeln, denn er hatte Recht. Er sagte nur: Sie sind blind dafür. Du bist nicht verantwortlich dafür, was andere machen. Und deshalb brauchst du dich auch nicht ärgern darüber. Jesus war auch nicht verantwortlich, was die Pharisäer machten. Es ist jedem seine eigene Entscheidung. Deshalb sagte er: Lass sie. In meinem Nachschlagewerk stand noch folgender Satz: Ärger ist ein emotionaler Hinweis darauf, dass sich der Mensch in einer Situation befindet, die es erfordert, diese Situation zu überwinden bzw. zu ändern. Ein emotionaler Hinweis, eine Situation zu überwinden oder zu ändern. Von Überwinden und Ändern ist hier die Rede. Die Frage ist nun: Ärgern wir uns zu Recht oder ärgern wir uns zu Unrecht? Ärgern wir uns zu Recht, müssen wir die Situation überwinden, wie bei Jesus. Er hat sich nicht geärgert, er hat die Situation überwunden, weil sie ihn angegriffen haben. Ärgern wir uns zu Unrecht, müssen wir die Situation verändern. Beispiel: Die Pharisäer ärgerten sich zu Unrecht, da Jesus die Wahrheit sagte. Sie müssen sich verändern. Sie wussten das, aber ihr Stolz ließ es nicht zu. Zum Beispiel: Jemand sagt dir, dass du dich in einer Situation falsch verhalten hast. Und er hat Recht. Und du ärgerst dich furchtbar darüber, dass derjenige das jetzt sagt. Du ärgerst dich zu Unrecht. Und du musst die Sache klären. Du ärgerst dich vielleicht über deine Verwandtschaft, die dich um dein Erbe betrogen hat. Du ärgerst dich zu Recht, aber du musst die Situation überwinden, das heißt vergeben. Oder du ärgerst dich, weil jemand über dich Lügen erzählt hat. Und du ärgerst dich zu Recht und du musst das überwinden, weil Gott für dich streitet. Das heißt,
loslassen bzw. abgeben und vergeben. Abgeben an Jesus und vergeben. Es heißt nicht, dass wir uns nicht ärgern dürfen oder sollen, sondern der Punkt ist, wie wir damit umgehen. Ärger bzw. Zorn ist noch keine Sünde. Ärger bzw. Zorn muss eine kurze, emotionale Sache bleiben. Ärger darf uns nicht gefangen nehmen. Wir müssen darüber stehen. Beschäftigen wir uns mit dem Ärger oder lassen wir ihn in uns hinein, wird das zu Wut, zu Hass oder zu Bitterkeit. Wut und Hass machen blind für alles um uns herum. Hasserfüllte Menschen sind etwas Schlimmes. Im 1. Johannes 3, Vers 15 heißt es: Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Und hier steht jeder. Jeder muss sich das zu Herzen nehmen. Es gibt keine Ausnahmen. Wenn wir es so weit kommen lassen, dass in unserem Herzen Hass und Bitterkeit entsteht, wird es uns zur Sünde. Der Teufel versucht, unsere Gefühle zu benutzen zu seinen Gunsten. Und ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Sei wachsam, lass dich nicht darauf ein, wenn der Teufel dich versucht, in diesem Bereich dich zu ärgern, in Wut zu kommen, in Zorn zu kommen und nicht loszulassen. 1. Petrus 5, Vers 8 sagt uns: Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Unsere Emotionen bzw. Gefühle sind ein weites Feld für ihn, um sein Unwesen zu treiben. Nichts kann er so leicht benutzen wie unsere Gefühle. Epheser 4, Vers 26 und 27: Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt, wenn du Zorn Raum gibst, gibst du damit dem Teufel Raum. Zorn kann eine Festung des Feindes sein und eine offene Türe. Zorn ist keine Sünde an sich. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 22: Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wenn wir jemand ohne Grund zürnen, geben wir dem Teufel Raum. Zum Beispiel, wenn wir auf jemanden zornig sind, aus Neid. Wenn wir sagen, immer der ist bevorzugt, immer der hat alles, immer dem geht's besser als mir. Und wir sind ärgerlich und zornig. Zorn, der nicht gerechtfertigt ist. Ärger, der nicht gerechtfertigt ist. Oder zornig auf jemand wegen seines schönen Autos. Jetzt hat er schon wieder ein schöneres Auto als ich. Und wir ärgern uns. Zorn wird eine Festung in unserem Leben, wenn wir uns laufend ärgern über jede kleine Sache, die uns begegnet. Zornausbrüche sind Werke des Fleisches, lesen wir in Galater 5, Vers 20. Und Werke des Fleisches sind inspiriert von Satan. Wenn wir unsere Verärgerung rechtfertigen, sagen wir im Grunde: Aus dem Grund, was mir angetan wurde, habe ich das Recht auf Zorn. Dein Leben wird nicht von dem bestimmt, was dir angetan wurde, sondern von dem, was für dich getan wurde.
Jesus ist für dich gestorben und hat schon alles getragen. Auch Ärger, Wut und Zorn hat er mit ans Kreuz genommen. Und ich möchte das nochmal sagen, dein Leben wird nicht von dem bestimmt, was dir angetan wurde, sondern von dem, was für dich getan wurde, nämlich von Jesus. Epheser 4, Vers 27. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Die Bibel sagt uns hier, gehe nicht ins Bett mit deinem Zorn oder Ärger, sonst gibst du dem Teufel Raum. Und das ist ein sehr weiser Rat, was uns da die Bibel gibt. Räume Zorn und Ärger ganz schnell aus. Oder auch das Beleidigtsein. Wie oft sind wir doch so schnell beleidigt? Und das ist nichts anderes als stiller Zorn. Wir fressen das in uns hinein. Wir können nicht mehr schlafen. Es türmt sich alles auf in unseren Gedanken und wir malen uns die tollsten Dinge aus. Kennt ihr das? Und manchmal bekommen wir Herzschmerzen oder Magenkrämpfe oder Kopfschmerzen oder was sonst noch alles. Wenn wir unseren Ärger und Zorn nicht bewältigen, wird er zur Sünde. Gib das Ganze am Kreuz ab und du kannst in Frieden schlafen. Du sagst jetzt, das gelingt mir nicht. Hast du es schon einmal probiert? Das muss man immer wieder tun. Das ist ein Lernprozess. Garantiert wird dir Jesus dabei helfen, denn er möchte, dass du das tust, dass du frei wirst davon. Wir sollen nicht ewig an diesen Dingen herumkauen und sie immer wieder heraufholen. Wenn wir alles wieder heraufholen, dann wächst das und wird immer größer. Wir müssen loslassen und vergeben. Und wenn du nicht vergibst, bindest du dich selbst damit, und zwar in der geistlichen Welt. Vergeben heißt geben. Wir geben alles her, und zwar ans Kreuz. Wir lassen los und niemand ist mehr gebunden. Das ist eine geistliche Sache. Du bist nicht gebunden und andere auch nicht. Und wir geben dem Teufel keinen Raum. Das heißt, er kann uns das nicht mehr vorwerfen, weil wir es am Kreuz abgeladen haben. Unvergebenheit ist Sünde und das legen wir damit ab. Epheser 4, Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Und in der Anmerkung der Elberfelder Bibel heißt es, schenkt einander Gnade. Und das gefällt mir ganz besonders gut. Wenn wir vergeben, schenken wir einander Gnade. Das ist der Kern der Vergebung, einander Gnade schenken. Mach dir das einmal bewusst. So wie uns Gott Gnade schenkt und vergibt, so schenken wir auch anderen Gnade und vergeben. Wenn wir uns vergiften lassen durch unsere Wut und unseren Zorn, fangen wir an, andere zu richten. Richten ist ein Mittel zur Verteidigung. Wir disqualifizieren Menschen und wir wollen uns dadurch selbst von Schuld freisprechen. Wir werten jemand anderes ab, um selbst besser dazustehen. Jemand zu richten, ist anhaltende Ablehnung gegen ihn. Wir benehmen uns bockig, unfreundlich und anklagend. Und wir richten andere, um unsere Unversöhnlichkeit und unsere Wut auf sie zu rechtfertigen. Wenn wir andere herabsetzen, fallen unsere eigenen Fehler
nicht auf. Unsere Wut und Ablehnung legt sich auf den Menschen anstatt auf die Taten. Die Taten sind zwar falsch, aber dem Menschen müssen wir vergeben. Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Wie genau doch Jesus weiß, was in den Menschen vorgeht. Ich musste denken, voll erwischt. Es ist doch so, wir versuchen immer, uns selbst außen vor zu lassen und zu rechtfertigen, dass wir nicht schuld sind. Doch Gott kennt uns ganz genau. Und jeder wäre eigentlich genug beschäftigt, um seine eigenen Dinge in Ordnung zu bringen. Römer 2, Vers 1 bis 5. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber dies, o Mensch, der du die richtest, die solches tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und worin wir andere anklagen, das tun wir oft selbst auch. Und da sollten wir einfach ehrlich sein zu uns selber. Kein Mensch ist fehlerfrei. Wir machen alle Fehler. Aber wir häufen uns den Zorn Gottes auf, wenn wir richten. Und die Bibel nennt uns dann störrisch und unbußfertig. Und das ist Sünde. Und das wollen wir doch nicht sein. Und was ist der Grund, warum wir immer Recht haben wollen? Es ist unser Stolz. Sprüche 13, Vers 10, da heißt es, durch Übermut, und in der Gute Nachricht heißt es Überheblichkeit, also durch Überheblichkeit gibt es nur Zank, bei denen aber, die sich raten lassen, Weisheit. Und wenn wir andere richten, dann überheben wir uns über sie und wir meinen, wir seien besser. Es ist Weisheit, dies nicht zu tun. Und in Römer 14, Vers 10 noch, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Jeder ist einmal für sich selber verantwortlich. Lasst uns doch weise sein und weise handeln. Ein letzter Bibelvers noch, Epheser 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Gütig zu sein heißt, vergebungsbereit zu sein. Andere Gnade zu schenken, indem wir vergeben. Unser Ziel ist, Christus ähnlicher zu werden. Und er hat gesagt, lass sie. Und hat sich nicht geärgert. Und mach es auch so. Amen.
Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.